So, jetzt hatten wir das Vergnügen, ein paar von diesen Tieren zu vergrillen. Also ich habe sie ja eingefangen, sie sind ja nicht gegrillt. Wo könnten denn den? Wir könnten diesen da kurz. Den könnten wir kurz probieren. Aus mehreren Gründen. Erstens, wenn ich ihn einfange, könnte es Fleisch geben, was ganz nett wäre. Vielen Dank. Jetzt gibt es hier erstmal noch ein Ei und da oben war eine Kiste. Das machen wir natürlich alles, ist ja klar. Prima. Und weil ich so ein Palfreund bin. Oh, jetzt fängt er wieder an zu frieren. Das auch ein Hin und Her mit den Rüstungen hier. Ich komme mal runter. So, jetzt ist aber auch gut hier, ne? Ach, er ist schon wieder hungrig. Oh, der ist richtig hungrig. Hier kriegst du noch das Ei. Hier hast du noch. Ich hab nichts für dich. Das ist das Problem. Guck mal an hier. Ich müsste jetzt erstmal irgendwo was sammeln. Was gibt denn hier was zu futtern? Togo Togo ist wahrscheinlich nicht, ne? Was bist denn du? Ich hab keine Ahnung, aber. Ich weiß nicht, was du bist, ne? Aber ich denke, ich brauche dich. Ja, schieß ruhig. Oh, schieß besser nicht. Das ist eine schlechte Idee, wenn du schießt. Wo ist denn jetzt meine. Wo ist denn die Sphäre hingeflogen? Das macht ja, das ist ja irre. Wander. Aha, komm her. Da ist ja noch eine. Oh, Workaholic, das klingt gut. Ja, ist ja gut jetzt. Mach geil, mach geil. Machen wir jetzt so einen Stress. Oh, die ist, ja, das ist, Das war nicht so geplant. Ich wollte die einfangen, nicht töten. Naja. Das passiert. Oh, das sieht aus wie Schwefel. Ich muss kurz absteigen. Ja, ich weiß, mein Wurm ist ein bisschen verzweifelt. Der hat ein bisschen Hunger, das ist dem sein Problem. Und sein Besitzer hat gerade keinen. Dein Besitzer hat gerade Probleme mit Snacks. Ich will's mal so sagen. Da hinten. Ach, das sind Wilderer. Alles klar. Wir haben eine neue Lovanda. Warte mal, wie sieht's mit dir aus? Du kommst mir doch gerade hier. Mit der Spitzhacke wird's wohl nix. Ja, aua. Ja, ich weiß, mein Wurm ist kurz vorm Tod. Ich wollte die auch nur noch einfangen. Okay, hier haben wir Wilderer. Die haben jetzt, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die Essen dabei haben. Vielleicht ist in der Kiste ein Brot. Pfeile und ein silberner Schlüssel. Das ist grundsätzlich ganz, ganz fantastisch. Ja, ich hab dich gesehen. Du musst mir aber auch nicht auf den Keks gehen. Ich gehe dir auch nicht auf den Keks. Ich fliege hier nur so rum. Und versuche. Da ist eine Schildkröte, aber na, ich hab erstmal. Hinten, da ist was Rotes. Das ist ein Lager. Da ist noch eine Schildkröte. Ah, hier ist Anubis. Ah. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Futtler schon habe. Ich würde dem. Oh, okay. Dem mit dem.
den Anzugfaser mit meinem Vogel ist keine ganz so gute Idee. Ah, das ist nur Erz, okay. Dann können wir ja. Ich will mit euch keinen Streit. Ich will eigentlich nur. Ich will eigentlich nur irgendwie gerne einen Wegpunkt. Oder sowas. So in die Art irgendwie. Was ist denn mit dem Futter Level 16? Ah, den grill ich auch direkt. Okay. Na gut. Ja, das ist übrigens der Grund, warum ich nach Hause will, weil der Hunger hat. Der Idiotenkorb. Gut, dann ist der Wegpunkt, der ist ja dann hier oben eigentlich, ne? Also der, den ich kenne. Oh, da ist eine Kiste. Ich werde von wilden Viechern verfolgt. Ja, Alter, Leute, ist es jetzt mal gut. Oh, eine Statue. Rechts von mir. Und schon wieder ein Lager? Ja, schon wieder ein Lager. Ich würde... Oh, die habe ich eingesammelt. Ich sehe gar nichts. Das ist... der Wegpunkt ist in die Richtung. Na gut. Ich vertraue der Sache mal. Oh, das ist sogar stimmig. Entweder da oben oder da lang. Aber den hier kann ich noch nicht... Oh, das ist der Bambusklamm. Ich kann hier nicht sehen, das ist so dunkel. Ich muss einfach mal darauf hoffen, dass ich den jetzt irgendwie erreiche. Also ich würde mich freuen. Das wäre ein ganzes Träumchen. Wo ist denn der? Hallo? Da ist auf jeden Fall die Kiste. Ach, da, guck an. Da ist er. Gigasphäre, Megasphäre, Sphären über Sphären. Ich gehe jetzt nach Hause. Schnellreise. Ja, ja, ja. Hier. Basis. Ciao. Oh. Der Palim-Team ist hungrig immer noch. Ja, ich warte. Ich gehe los und werde überlegen, ob wir vielleicht einen einstellen, der hier ein paar Eier macht. Ne, Eier und dann, achso, ne, Statuspunkte wollte ich verteilen. Weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich mach mal ein bisschen was in Ausdauer. Mhm. Und der zeigt mir nämlich sonst noch bis übermorgen an, dass ein Paar in meinem Team hungrig ist. Nicht, dass mich das nervt, aber das nervt mich. So, wir haben hier Eier. Die können wir ausbrüten. Das machen wir auch direkt. Susaku Aqua. Mhm. Das scheint ganz gut zu sein. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ach, das dauert noch 3 Minuten. Alles Beschiss. Kann ich schlafen? Weiß ich nicht. Nee, kann er nicht. Da 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 du di da da di. Da da da. Di da. Naja, eine Stunde circa, um hier Schildkröten zu finden. Ich bin von der Sache ganz angetan. Nicht. Das war jetzt theoretisch so nicht... So war das jetzt nicht gedacht, dass das so lang dauert. Aber hey. Ist ja wohl gut. Ist das richtig hier? Ja. Mach das alles da rein. Oh, da ist Schwefel. Den, naja, mach den auch mal mit da rein. Ich, okay, ja. Hm. Wegen mir mach mal auch das da rein. Ich guck mal gerade in die Kiste, was hier so drin ist. Hm, da ist das Schwarzpulver drin. Munition ist da drin. Die Steinkohle legen wir auch mal mit da rein. Hier, warte, hier sind auch die Dings drin, ne? Die Samen für den Schiss. Und das kommt noch da rein. Oh, ich kann wieder mal ein paar Sphären einsammeln und ein bisschen Wolle. Das ist ja toll. Das mit dem Einsammeln hier klappt super, ganz ehrlich. Das wirklich, das läuft 1A. 1A läuft das. Nicht. Und dass hier alles in sonstigen Kisten landet, ist auch erstörend. Aber wie ist denn das mit den Eiern? Sind die Eier fertig? Hm. Eier sind fertig, gut. Dann kann ich ja vielleicht... Hol mal mein Vogel raus.
Wobei, ich hätte ihn ja auch in der Tasche füttern können, ne? Oh. Kann ich dich wieder einsammeln? Wunderbar. Jetzt haben wir zumindest die Option. Zumindest die Option, endlich Eisenlager zu machen. Da ist die andere Sache, dass ich die Stelle, wo das ist, noch gar nicht inspiziert habe. Ich gehe mal ganz kurz. Ich bin mir unsicher, wo das war. Wirf mal den Vogel bitte. Und jetzt müsste ich mal gucken. Ich glaube, das ist hier drüben. Ich glaube. Warte mal. Kann man denn... Sieht man den Punkt nicht, den man da selber gemacht hat? Ja doch. Vermutlich sieht man den, wenn man in die richtige Richtung fliegt. Ne, ich sehe den nicht. Okay. Aber ich glaube, das müsste so da in die Richtung stimmig sein. Da muss man halt eine Palbox hinstellen. Da oben ist auch irgendwas. Erstmal stürzen wir jetzt ab. Ja, erstmal hat der Vogel jetzt keinen Bock mehr. Ja, doch, da ist ein Asshox drin. Ach ja, ja, doch, da drüben ist der Punkt. Den da meine ich, da. Das ist es. Hier gibt es ein paar Eier. Das holen wir dann gerade noch. Da ist noch eine Kiste. Das tun wir. Tunlichst tun wir das. Ist zwar nur ein gewöhnliches Ei, aber ein Ei ist ein Ei. Hier noch die Kiste. Und dann... Und dann gibt es hier Lamas. Hm. Alpakas. Ja. Lad doch mal nach. Warum machst du denn da so langsam? So, wir sollten vielleicht auch treffen, ne? Das würde der Sache wirklich helfen. Ja, bitte. Da hast du. Hier ist ein Traum. Wo hier war das mit der Eisensache? Hier landen wir jetzt. Ich steig mal kurz ab. Ich mach mal meinen Pal weg. Oh, das ist eine Unebenheit. Unverzeihlich. Da müssen wir mal gucken. Ich brauche mal B. Ich weiß nicht mehr. Warte mal, das war hier, ne? So eine Box. Ich habe kein Holz, ich habe kein Palladium und ich habe keine Steine. Okay, Moment. Palladium lag ja hier was rum. Steine findet man ja hier auch. Ich glaube, ich brauchte 3 und ein bisschen Holz. Okay, das mit dem Holz, das ist ja nun wirklich so gar kein Thema. So. Ich muss dann auch ein bisschen was sammeln, ich weiß das. Weil wir ja nicht nur eine Palbox brauchen, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Ich stelle die jetzt mal so hier hin. Ich hoffe, dass der Kreis reicht. Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil ich ihn nicht sehen kann. So, ich sollte das auch noch fertigstellen, ne? Das wäre übrigens ganz, ganz famos. Ja, das sieht ganz gut aus. Weiß nicht, ob das da mit drin ist, aber das sollte eigentlich. Gut, wir haben das jetzt. Das ist schon mal schön. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Palbetten. Und was für Nahrung muss auch her, damit die essen können. Das muss auch her. Logischerweise. Ich sammle schon mal ein paar Holzsachen und mache Platz. Irgendwo muss das Zeug ja auch stehen. Irgendwo muss das Zeug ja auch stehen. Ah ja, eine Lagertruhe wäre übrigens auch gut, wenn wir das hätten.
Ja, okay. Keine Steine. Alles klar. Scheiße. Wie viel... Moment. Wie viel brauche ich denn dafür? 5. Ah, ich habe gerade eine Palsphäre verschwendet. Das ist ja nichts. Das ist ja... Ach, das ist doch... Das ist doch nichts. Pass auf, die Truhe stelle ich mal hier hin. Also die jetzt ganz speziell. Ich hoffe, die steht auch richtig rum. Wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Bin ich ehrlich. So, dann machen wir die jetzt mal auf. Dann machen wir da auf jeden Fall ein bisschen Holz rein. Und mach vielleicht auch mal die ganzen Eier kurzzeitig da rein. Na, das geht gar nicht alle. Sind wir noch in dem... Ja, wir sind noch im Radius. Das ist gut. Dann ist zumindest möglich, dass man... Wenn die Sachen dann in der Kiste liegen, sie auch benutzen kann. So, wir brauchen... halt Strohbetten. Ich mache mal... Ah, okay, ich drücke erstmal einen falschen Knopf. Das ist erstmal wichtig. Ich mache mal hier so 3. Ich mache mal so. Oh nee. Nee, nee, da müssen wir auf jeden Fall schon mal hier in die Palbox. Da müssen wir auf jeden Fall schon mal ein Pal rausholen. Ja, das Boxmanagement ist, das ist wichtig. Ich brauche irgendeinen, der was bauen kann. Ah, haben wir dann hier so einen, haben wir denn so einen dicken? So eine Eule? Nee? Nee, kein. Okay. Nee, gut, war auch nur eine Idee. War nur ein Gedanke. Was kannst denn du? Handwerkmeister. Na, das klingt doch nach einem Traum. Ja, ich baue doch gerade ein Bett. Dann brauchen wir hier noch was für die Nahrung. Und zwar einen Futterdruck. Den bauen wir dahin. Ich habe keine Bärensamen und keine Steine. Alles klar. Ich werde mich kurz nach Hause teleportieren und Steine und Bären holen. Steine, Bären. Bärensamen in dem Fall. Ich brauche Bärensamen. Ja, nimm einfach alle mit. Das ist ein guter Plan. Eigentlich wollte ich das so nicht, aber ist egal. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken. Die Hälfte nehmen, 1 nehmen. Ja, alle nicht. Alle ist vielleicht ein bisschen viel. Wir nehmen vielleicht mal... Ich nehme mal so 50 mit. Und dann nehme ich auch noch mal so ein bisschen was hiervon mit. Und dann gehen wir wieder zur Palbox. Und dann teleportieren wir uns wieder dahin. Und dann sind wir hier. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Aber wir bauen jetzt hier ein Bärenbeet hin. Hier gibt es ein Bärenbeet. Und hier gibt es ein Bärenbeet. Wo sind denn die ganzen Schildkröten hin? Brauch erstmal dich. Und dich. Und dich. Und dich. Alter. Wir brauchen unter anderem aber auch noch einen Besamer. Einen Gießer. Ich habe zu wenig Betten, ich weiß.